Hey und herzlich willkommen zu meinem zweiten Video, spezifisch über LOL. Das hier wird ein Video über AD-Carries natürlich wieder. Spezifisch wird es eine Tierliste sein, in dem ich versuche euch zu erläutern, ja, welchen AD-Carry ich wie stark momentan sehe, momentan Meta und ja, womit ihr einfach am besten in Solo-Queue carryen könnt. Und ja, dann legen wir auch einfach direkt los. Ich fange von unten an und gehe nach oben. Ganz unten haben wir das Trash-Tier könnte man fast sagen. Also auf jeden Fall, dort sind die AD-Carries drin, die momentan einfach wirklich nicht gut sind, beziehungsweise die Rolle des ADs einfach nicht ausfüllen. Da habe ich zum einen Urgot und zum anderen Quinn drin, weil ich einfach der Meinung bin, dass diese beiden Champions keine AD-Carries sind. Sie erfüllen die Rollen des AD-Carries nicht. Ein AD-Carry ist jemand, der konstant Schaden raushaut aus sicherer Distanz. Ja, und versucht einfach so lange wie möglich zu überleben und sich in keine Gefahr zu begeben, in der er eben riskiert zu sterben, wenn es nicht worth it ist. Und eine Quinn und ein Urgot wollen genau das. Eine Quinn geht Melee rein und versucht die Gegner umzubursten und riskiert dabei ihr Leben. Und ein Urgot will sich selbst in die Gegner rein ulten, um im Gegenzug halt jemand anderen dann out of position zu haben. Und ich finde, diese beiden Prinzipien lassen sich einfach nicht mit der Rolle des ADs vereinbaren. Deswegen habe ich diese beiden Champs ganz unten in meiner Liste. Kommen wir nun zu Tier 4. In Tier 4 haben wir Graves, Miss Fortune, Ashe, Varus und Sivir. Das ist jetzt keine wirkliche Reihenfolge, sondern die sind einfach nur, ja, meiner Meinung nach in Tier 4. Ich werde sie mal nacheinander durchgehen. Da haben wir zum einen Sivir. Sivirs Problem ist momentan einfach ihre Range. Sie hat einfach zu wenig Range, um im momentanen Meta bestehen zu können. Also momentaner Meta besteht einfach daraus, wirklich, dass der Schaden auf Auto-Attacks fokussiert ist. Und gegen Champions wie Syndra, Ryze, Maokai, Alistar muss sich Sivir mit ihrer niedrigen Range einfach in ge zu großer Gefahr begeben, um überhaupt Schaden machen zu können. Und das Shield hilft natürlich, aber sie ist einfach kein Pick in. Es gibt keine Situation, in der man Sivir pickt, in der man nicht auch einen anderen AD für die gleiche Rolle hätte picken können. Und deswegen ist für mich Tier 4 mit Sivir auf jeden Fall gefüllt. Als nächstes haben wir Varus. Varus hat ein ähnliches Problem. Auch er hat dieses Problem, dass im momentanen Meta, wie gesagt, Auto-Attacks fokussiert sind und Varus einfach mehr Schaden mit seinen Spells machen will. Deswegen war Varus auch so super stark in dem Meta, indem man zum Beispiel Bithylas Whisper gebaut hat, diese Legolas-Item-Builds, wo man wirklich einfach nur auf Fähigkeiten Schaden gegangen ist. Die haben Varus sehr gefallen und da war Varus halt sehr, sehr stark. Und ja, das ist jetzt einfach nicht mehr der Fall. Er hat gute Range mit 575, ist es auf jeden Fall im oberen Bereich der ADs, aber er hat keinen Escape und auch seine Ulti ist einfach nichts, was im momentanen Meta gebraucht wird. Engage auf einem AD ist auf jeden Fall nicht das, was momentan in Teamcoms, ja, von einem AD erwartet wird. Wo wir dann halt auch gleich zum nächsten AD kommen. Ashe hat, wie gesagt, die gleichen Gründe. Die Ulti ist gut, keine Frage, aber ja, es ist einfach nicht notwendig, eine Ashe für ein Engage zu picken, weil in der Regel einfach die Teamcoms entweder genug Engage haben oder um ein komplett anderes Konzept aufgebaut sind. Bei Ashe ist auch weiterhin das Problem, dass sie eben auch sehr unmobil ist und ihr Schaden halt alles andere als hoch ist. Nicht Sivir, Ashe hat halt wirklich einen der niedrigsten Schaden vom ganzen Spiel von den AD-Carries, weil sie einfach nichts hat, was irgendwie mit ihren Auto-Attacks skaliert. Und auch hier sind wir wieder bei dem Thema: Auto-Attacks sind momentan Meta. Auto-Attacks ist momentan das, worum es geht bei jedem AD. Und ja, deswegen ist Ashe auch im Tier 4. Miss Fortune hat ein ähnliches Problem wie Varus und Sivir. Zum einen, dass sie natürlich keinen Escape hat. Zum anderen aber, dass sie halt einfach dieser AOE-Schaden von der Ult ist in der Regel im Teamfight nicht wirklich anwendbar. MF ist super stark auf der Lane. MF ist ein extremer Lane-Bully, hat sehr viel Burst und ist mit Kombos wie Nami oder so absolut tödlich auf der Lane und kann auf jeden Fall sehr hart snowballen. Und wenn man diesen Feed, den man auf der Lane kriegen sollte, ausnutzen kann, dann kann man mit Ashe auch durchaus ein Game gewinnen. Mit Ashe, mit Miss Fortune meine ich natürlich. Das Problem ist aber wirklich, selbst wenn du fett bist, kannst du mit MF relativ wenig machen, wenn der Jungler zum Beispiel einfach entscheidet, dich zu campen. Weil, ja, MF einfach, ja, ein sehr, sehr verwundbarer Champion ist. Ja. Kommen wir dann zum nächsten, Graves. Graves hat wie Varus ähnliche Probleme. Und zwar, dass eben auch er eigentlich darauf ausgelegt ist, hauptsächlich Schaden mit seinen Fähigkeiten zu machen. Bei Graves ist das Problem nicht ganz so enorm wie bei Varus, da Graves ja noch einen Attack Speed Bonus hat auf seinem E und ein Dash. Das ist ganz wichtig, warum Graves von den Champions in der Tier 4 List eigentlich noch der viabelste ist. Weil er einfach ein Dash hat. Er hat einfach etwas, um Ganks zu escapen, um Skillshots zu dodgen, ja, einfach um sicherer zu sein. Er hat natürlich mit 525 keine gute Range.
Ja, aber mit dem Dash kann man das noch ein bisschen überbrücken, weswegen ich denke, dass von den Champs Graves noch der viabelste ist. Gehen wir dann über in Tier 3. In Tier 3 haben wir Vayne, Ezreal und Kate, meiner Meinung nach. Bei Caitlyn ist das Problem, sie ist immer noch sehr stark auf der Lane, immer noch sehr safe mit ihrer Range, hat einen Escape, hat guten Schaden mit ihren Fähigkeiten. Das Problem, was Caitlyn hat, ist, dass sie wirklich ihren Power Spike damals hatte, was heißt damals, vor den Item Changes hatte, als sie BT und Attack Speed Boots hatte und eventuell noch ein Eifer. Da war sie wirklich stärker als andere AD-Carries, weil sie einfach eine super Scaling auf ihren Fähigkeiten hat. Und auch sie hat sehr, sehr darunter gelitten, dass man jetzt im Prinzip auf Infinity Edge Static gehen muss. Man muss jetzt wirklich Infinity Edge und Static haben auf Caitlyn, um Schaden zu machen, um nützlich zu sein. Und das ist auf anderen ADs zwar auch der Fall. Das Problem ist, dass andere ADs mit den zwei Items dann sie aber einfach outclassen. Der Power Spike, den Caitlyn damals gekriegt hat, nach 4000 Gold ungefähr, nach 4.000-5.000 Gold, der ist jetzt einfach nicht mehr da. Und deswegen ist Caitlyn meiner Meinung nach kein Top-Pick einfach mehr. Sie ist sehr gut auf der Lane, wie gesagt. Aber auch mit den momentanen Meta-Supportern wie Nami, Braum, Morgana, Thresh kann man als Gegner gegen eine Caitlyn trotzdem relativ safe farmen und einfach safe bis zu seinen zwei Items farmen und die Caitlyn dann einfach komplett outscalen. Wenn man natürlich mit Caitlyn den AD Carry genug auf der Lane harassen kann, dass man einfach so ahead ist, dass man ein Item mehr hat oder so, dann ist Caitlyn natürlich auch ein super AD und ist wie gesagt immer noch ein sehr, sehr safer AD und eigentlich der AD Carry schlechthin, wenn man AD lernen will. Aber ja, wirklich, wenn es neutral gesehen nur um die Stärke der ADs geht und nicht um den Spieler, dann ist Caitlyn auf jeden Fall keiner der Top-Picks momentan. Kommen wir zu Ezreal, ebenfalls in Tier 3. Ezreal hat das Problem, dass er auf der Lane sehr schwach ist. Ezreal ist so ein bisschen wie Shaco, es hängt sehr, sehr vom Spieler ab. Er kann sehr stark sein, er kann absoluten Schaden machen, er kann so unglaublich hart carryen. Das Problem ist wirklich, bei Ezreal hängt es, wie gesagt, sehr, sehr vom Spieler ab. Und wenn du die Q nicht triffst, dann bist du mit Ezreal einfach nicht effektiv. Ezreal baut wirklich darauf auf, die Q zu treffen. Und da haben wir das gleiche Problem wie bei anderen Skillshot-Champs. Es geht nicht nur darum, die Q zu treffen. Die Gegner können die Q auch dodgen mit zum Beispiel Flashes oder eben einfach einem Lucian E oder so. Und dann verlierst du halt einen Trade sehr, sehr schnell mit Ezreal. Genauso ist es, wie wenn du die Ulti misst. Die Ulti ist auch, um 1 und 1 gegen den AD zu traden, sehr wichtig. Der Schaden ist ja einfach notwendig, um einen AD 1v1 zu können. Ezreal hat den Vorteil, dass auch er sehr, sehr safe ist, indem er eben viel Movement Speed hat mit Trinity und Blade, was man normalerweise auf ihm baut, und eben sein E auf einem sehr niedrigen Cooldown ist, wenn man dann ein paar Level drin steckt. Aber ja, sein Schaden ist auch nicht der allerhöchste, aber er passt sehr gut in Teamcomps, in denen man hohen Burst braucht, hohen AOE Burst und trotzdem sehr safe AD braucht. Man kann Ezreal quasi gegen alles picken. Ezreal ist kein Hardcounter zu irgendeinem Champion, aber wird auch von nichts gehardcountert. Also Ezreal ist auf jeden Fall ein Pick, der nicht schlecht ist, der auch sehr viel Spaß macht, meiner Meinung nach. Das Problem ist wirklich, es hängt echt von dem Spieler ab, wie effektiv Ezreal ist. Kommen wir zu Vayne. Bei Vayne ist es komplett anders als bei den anderen ADs, die wir bis eben besprochen haben. Vayne hat eigentlich ein super gutes Kit für das momentane Meta. Sie ist einfach komplett auf Autotex fokussiert. Blade und Yuumu sind super gut auf ihr. Generell Blade ist gut auf ihr, Yuumu, Infinity Edge. Alle Items, die momentan sehr, sehr, sehr viable sind und kosteneffizient, sind sehr gut auf ihr. Sie hat aber das Problem, dass sie in der Lane einfach, ja, extrem angreifbar ist. Man kann gegen bestimmte Matchups einfach gar nichts machen als Vayne. Zum Beispiel gegen The Corki Nami Lane. Da kannst du als beste Vayne der Welt nichts gegen machen. Wenn die Gegner viel Poke haben und dich early einpushen, bist du als Vayne einfach, ja, einfach ein Opfer auf der Lane. Und das ist das Problem, was ich an Vayne sehe, dass du einfach die ersten 10, 15 Minuten komplett auf dein Team angewiesen bist, dass die nicht behind fallen und dir beim Farmen und dann Turret helfen. Aber wenn man early einen Kill mit Vayne kriegt, dann kann man auch sehr hart die Lane snowballen, auch gegen so eine Poke Lanes. Aber Vayne ist halt ein sehr riskanter Pick, wie schon erwähnt. Wenn man diesen Early Kill nicht kriegt und aus der Lane rausgedrückt wird, dann ist es echt problematisch, mit Vayne übers Early Game zu kommen. Aber im Late Game und auch im Mid Game ist Vayne halt ein absolutes Tier und auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Champ. Kommen wir nun zu Tier 2. Da habe ich Twitch, Jinx und Lucian. Das sind jetzt schon die Top-ADs quasi fast.
Twitch habe ich reingepackt. Ich persönlich spiele Twitch nicht mehr so oft momentan, weil ich einfach mit dem neuen Kuh nicht ganz gut klarkomme. Aber Twitch ist immer noch ein sehr, sehr starker AD, hat wirklich das Potenzial einfach mit einem Item bzw. mit zwei Items, egal wie viele Items der gegnerische AD hat, ihn einfach trotzdem zu 1v1 und ambushen zu können. Generell in Solo-Queue vor allem kannst du mit Twitch Leute so gut out of position catchen mit dem Q. Und ja, das einzige Problem, was Twitch wirklich hat, ist, dass jetzt nach den Q-Nerfs einfach kein Escape mehr auf Twitch vorhanden ist. Diese 6 Sekunden, die es braucht, damit Twitch unsichtbar wird, wenn er angegriffen wird, sind einfach zu viel, um den Q noch als Escape zählen zu lassen. Wenn du gegankt wirst und einen Ignite auf dir drauf hast oder so, oder halt einen Schadensspell, dann bist du tot meistens. Und ja, das ist einfach. Twitch ist viel riskanter zu spielen als vor den Nerfs, weil du jetzt einfach, wie schon erwähnt, keinen Escape mehr hast. Ansonsten ist Twitch ein super starker AD, ein sehr guter Hyper-Carry und auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Champ. Kommen wir zu Jinx. Jinx ist ein bisschen einzigartig im Sinne von, sie hat super hohe Range und trotzdem extrem hohen Burst. Das ist ja eigentlich in keinem anderen AD so gut kombiniert. Bei Jinx ist wirklich der Vorteil, egal wie behind du ist, du bist, du machst immer sehr, sehr viel Schaden mit deinen Fähigkeiten. Du kannst immer mit einem Crit, einem W und einer Ult 70, 80% oder sogar den AD töten. Einfach, ja, weil die Base-Stats von Jinx, von den Spells her sehr, sehr gut sind. Und du kannst mit Jinx eben auch sehr guten Game carryen, weil du einfach so enorm Schaden hast. Und der Reset vom Passive ist im Prinzip ein Ausgleich für den Escape. Jinx hat wirklich auch das Problem, was quasi jeder Champ ohne Escape hat. Sie ist auf der Lane sehr anfällig für Ganks. Sie hat zwar ihren E und W, um ein bisschen den Jungler fernhalten zu können, aber wenn zum Beispiel ein Flash-Gank mit einem CC kombiniert wird, dann kannst du als Jinx relativ wenig machen. Was wirklich das Hauptproblem von Jinx ist. Und Jinx ist im Early Game gegen Champions mit Burst, oder generell nicht nur im Early Game, sondern auch im 1v1 gegen Champions mit Burst wie Corki oder Lucian wirklich sehr, sehr schlecht dran. Und ja, kein Escape und sehr anfällig gegen Burst sind diese beiden Hauptgründe, warum Jinx nur in Anführungszeichen Tier 2 ist. Aber zu Lucian, Lucian führt die Tier 2-Liste so ein bisschen an. Ich habe lange überlegt, ob ich Lucian nicht noch in die Tier 1-Liste stecke. Mit der alten Range hätte ich das auf jeden Fall getan, aber mit der neuen Range denke ich, dass Lucian in Tier 2-Liste besser aufgehoben ist, weil Lucian ist immer noch ein sehr starker Champ, countert immer noch sehr viele Champions, die auf andauernden Schaden ausgelegt sind, wie zum Beispiel Jinx, weil der Burst einfach immer noch enorm ist. Und du hast einen sehr vielfältigen Item-Build-Path. Du kannst viele verschiedene Item-Builds bauen auf Lucian. Du kannst Yuumi's Blade gehen, du kannst Trinity noch bauen, du kannst aber auch Infinity Edge Static gehen. Du kannst aber auch immer noch auf CDR gehen. Es gibt, ja, die Möglichkeiten sind quasi unendlich. Du kannst jeden Item-Build, den du auf einem AD-Carry bauen kannst, auf Lucian bauen quasi. Und ja, Lucian ist immer noch ein super mobiler Champion, hat immer noch sehr viel Burst, auch sehr viel Sustained Damage durch sein Passive. Aber man muss einfach sagen, die Range-Nerfs und die Nerfs an seinem E, dass er jetzt kein Slow mehr entfernt, hat so ein bisschen die Allround-Stärke von Lucian, ja, weggenommen und hat ihn auf jeden Fall Schwächen eingebracht. Er ist anfällig gegen Range auf der Lane und jetzt halt gegen Poke, weil er näher an die Minions rangehen muss, um Last-Hits zu kriegen. Und ja, er ist immer noch ein sehr, sehr starker Champion allgemein, aber ist jetzt auf jeden Fall ein bisschen anfälliger. So, kommen wir zur Tier 1-Liste. In der Tier 1-Liste haben wir, wer mitgedacht hat, Tristana, Kog'Maw und Corki. Zu den Champions bleibt eigentlich nicht viel zu sagen. Die sind hauptsächlich da, weil sie einfach ein perfektes Kit haben. Corki zum Beispiel ist ein Hyper-Carry im Late-Game durch seinen lächerlichen Schaden mit Trinity Procs, dem Armor Shred mit E und dem True Damage von Passive. Ist super safe, weil er halt einfach einen Long-Range-Escape mit dem W hat. Kann super lasteten Early Game durch sein Passive, ist sehr stark im Early Game einfach durch seinen Burst, kann gut poken, kann gut All-In, ist safe gegen Ganks. Corkis Kit ist einfach quasi perfekt. Und Corki ist gut gegen Kog'Maw und Tristana, was ihn auch nochmal weiter nach oben eben befördert. Und mehr bleibt eigentlich zu Corki nicht zu sagen, einfach ein sehr, sehr starker Allround-Champion. Kommen wir zu Kog'Maw. Ich persönlich bin kein Fan von Kog'Maw. Nicht, weil ich ihn nicht stark finde, sondern weil ich einfach seinen Playstyle nicht mag. Aber man kann einfach nicht abstreiten, dass Kog'Maw lächerlich stark momentan ist. Kog'Maw hat zwar keinen Escape, weswegen er ein bisschen riskanter zu spielen ist als zum Beispiel ein Corki oder eine Tristana, aber der Schaden von Kog'Maw ist im Gegenzug dazu einfach lächerlich. Wenn du Trinity baust und wirklich mit dem Trinity umgehen kannst, das heißt wirklich immer mit deiner Ulti die Stacks, die Procs dir holen kannst, dann ist der Schaden einfach nur absurd. Ich würde sagen, Kog'Maw hat zusammen mit
Corki im Midgame den höchsten Schaden von allen AD-Carries. Ich glaube, das kann ich so pauschal nicht sagen, aber der Schaden ist wirklich einfach lächerlich. Kog'Maw ist auch im Late Game halt sehr, sehr stark einfach. Du hast im Early Mid Game Trinity Force und Blade, um halt dein Power Spike da zu haben, und im Late Game dann mit Infinity Edge, Last Whisper, kannst du auch die Tanks einfach shredden. Ja, auch Kog'Maw hat bis auf den Escape einfach ein perfektes Kit. Er ist im Early Game ein bisschen schwächer als andere AD-Carries, was man halt eventuell ausnutzen kann. Man kann ihn campen etc. Aber zum Beispiel ein Kog'Maw Nami Lane ist einfach tödlich. Und deswegen ist er auf jeden Fall ein Tier 1 Champ für mich. Kommen wir nun zu Tristana. Ich finde, Tristana ist momentan der stärkste AD-Carry momentan. Einfach, ja, Tristana hat keine Schwäche mehr, die nicht ein anderer AD auch hat. Das Problem von Tristana vor den Item Changes war, dass sie im Midgame einfach sauschlecht war. Wenn die anderen Champs wie zum Beispiel Caitlyn, BT, Zweier Boots und Zeal hatten, dann hatte Tristana erst ihr Infinity Edge und Einser Boots oder vielleicht schon Zweier Boots, wenn sie gut dabei war. Aber sie braucht Infinity Edge Static, um nützlich zu sein. Oder Infinity Edge BT, je nachdem, was für ein Itembild man gibt. Oder früher auch Blade, was man auch gebaut hat auf ihr. Das Problem war einfach, ja, sie hat Items gebraucht, um nützlich zu sein. Mehr Items als andere ADs. Und dadurch, dass jetzt quasi jeder AD zwei Items braucht, um nützlich zu sein, ist diese Schwäche von Tristana nicht weg, aber die Schwäche von Tristana ist auf alle anderen ADs übergegangen. Weswegen Tristana jetzt in den anderen Situationen halt ja mehr herausscheint, weil diese Schwäche in die Zeit der Schwäche von Tristana, die man ausnutzen konnte mit anderen ADs, die ist jetzt nicht mehr da, weil diese Schwäche, wie schon erwähnt, einfach jeder AD hat. Und ansonsten ist Tristana ein super safer AD auf der Lane, kann sehr gut poken auf der Lane, ist gegen Ganks safe mit ihrem W, hat gutes All-In-Potential mit ihrem W. Hat ab Level 6 sehr guten Burst mit ihrer Ult, kann im Late Game super für sich selbst peelen mit ihrer Ult und ihrem W. Ist einfach so ein Hard Carry im Late Game mit ihren 90% Attack Speed. Wenn man 50% Crit hat, dann shreddet man Tanks weg, man two-shottet quasi ADs, Squishies generell. Und ja, Tristana hat einfach fürs momentane Meta das perfekte Kit, kann super Tower pushen, super Dragons und Barons holen. Einfach alles an Tristana ist perfekt. Und deswegen ist Tristana für mich in der Tier 1-Liste ganz klar die Nummer 1. Und ja, bevor ich das Video jetzt beende, haben die ganz, ganz aufmerksam unter euch vielleicht schon bemerkt, dass ein doch sehr wichtiger Champion noch fehlt. Und da habe ich mein eigenes Tier nochmal erstellt für ihn, und zwar das D-Tier. Das D-Tier dient natürlich da, um Draven einen angenehmen Platz zu verschaffen. Das D-Tier ist nochmal ein paar Etagen über dem Tier 1-Tier. Nein, aber Spaß beiseite. Draven ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr starker AD, vor allem in Solo-Queue. Ich würde ihn in die Tier 2-Liste mit reinpacken. Einfach auch, weil er keinen Hard Escape hat. Er ist sehr, sehr Hard Carry orientiert. Das heißt, du kannst in Solo Queue, wenn du Early Kills bekommst, wenn du Early Ahead kommst mit Draven, einfach super Hard Carry. Sein Schaden ist einfach nur absurd. Sogar ich, wenn ich gegen den Draven spiele, unterschätze den Schaden teilweise. Er kann einfach super gut chasen mit seinem W, hat auch eigentlich gutes Kite-Potenzial mit seinem W, und er ist wirklich nur auf gegen HCC anfällig, gegen sowas wie Jarvan, Leona, Braum. Das sind wirklich die Champs, die halt ja, die einfach Draven countern, und diese Champions werden doch relativ häufig gepickt, weswegen Draven nicht immer zum Beispiel als First Pick eine gute Entscheidung ist. Aber Draven ist auf jeden Fall ein super spaßiger Champ, hat super viel Schaden, kann super hart carryen und ja, ist für mich auf jeden Fall definitiv in der Tier 2-Liste sehr, sehr gut aufgehoben. Ja, das war's dann mit meiner AD-Carry-Tierliste. Ich hoffe, sie hat euch ein bisschen geholfen. Immer bedenken, das ist meine Meinung, das ist eine Tierliste, die ich erstellt habe, das ist keine wissenschaftliche Tierliste, die irgendwie von 100 koreanischen Pro-Gamern jetzt hier zusammengeführt wurde. Das ist meine Entscheidung, das ist meine Meinung, und das ist so, wie ich die momentanen ADs empfinde. Wenn ihr etwas anders seht, könnt ihr gerne mit mir diskutieren im Chat oder eben in den Kommentaren, solange es sachlich bleibt. Und ja, ich hoffe, es hat euch, wie gesagt, ein bisschen geholfen, es gibt euch eine Stütze. Und ich werde auch noch erklären, wann ihr welchen AD pickt, aber das hebe ich mir für ein späteres Video auf. Also ja, danke, dass ihr zugeschaut habt, und bis zum nächsten Video oder bis zum Livestream. Haut rein. Ciao.